Jeden Tag schuftet sich Heike Reuter ab, um sich und ihren Sohn durchs harte Leben zu bringen. Doch plötzlich steht die alleinerziehende Mutter vor dem Aus. Ich schwöre, ich habe nichts geklaut. Damit kann sich jetzt die Polizei beschäftigen. Ich werde sie anzeigen. Aber Heike Reuter verliert nicht nur ihren Job. Auch das Vertrauen zu ihrem 17-jährigen Sohn fängt an zu bröckeln. Ich habe dich zur Ehrlichkeit erzogen. Und wegen dir bin ich jetzt meinen Job los. Ich habe die Uhr nicht gestohlen. Doch hinter diesem Diebstahl steckt mehr, als alle bisher vermutet haben. Das sind 5000 Ocken. Dafür würde ich alles tun. Mein Name ist Alexander Stevens und ich werde dieses üble Spiel, das mit unschuldigen Menschen gespielt wird, beenden. Polizei. Ja, ruf nur die Polizei. Das passt zu dir. Was? Du willst wohl deinen eigenen Sohn in den Knast bringen. Es reicht dir wohl nicht, dass ich auf der Straße lebe. Was? Sie? Du? Mein Sohn? Ich hab dich in der Suppenküche gesehen. Du spielst da die Mutter Teresa. Aber dass dein eigener Sohn nicht zu fressen hat, das ist dir scheißegal. Du bist mein Sohn? Steht's. Ich habe nach dir gesucht. Du bist meine Mutter. Auch wenn du natürlich nie für mich da warst. Du hast mich ja gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Oh mein Gott. Tina, bist du schon zu Hause? Du musst gehen. Ja, ich bin hier im Büro. Was ist denn hier los? Wieso stehst du hier rum mit dem Schmuck? Ja, ich habe meine Halskette gesucht. Ist irgendwas? Nein, was soll denn sein? Wie geht's denn eigentlich Ihren Sohn? Hat Chris endlich eine Lehrstelle gefunden? Nein, leider nicht. Der Arme kriegt eine Absage nach der anderen. Ach, das tut mir auch leid. Na ja, gut, aber sein Hauptschulabschluss ist auch nicht gerade eine Wucht, ne? Du sag mal, hast du meine Uhren aus dem Schrank genommen? Nein, du kannst es doch nicht leihen, wenn man deine Sammlung anfasst. Ja. Dann waren Sie das. Wer, ich? Ja, Sie, wer denn sonst? Geben Sie mir sofort meine Uhren zurück. Aber ich hab die Dinger nicht. Jetzt hören Sie mal, diese Dinger sind nicht nur 10.000 Euro wert, sondern auch das Letzte, was mir von meinem Vater geblieben ist. Ja, das weiß ich doch. Aber ich würde nie stehlen. Frau Lambert, bitte, sagen Sie doch was. Sie wissen genau, dass ich nicht stehlen würde. Ich brauche doch diesen Job. Ist doch schon schwer genug, dass ich meinen Sohn alleine durchbringen muss. Frau Lambert, bitte. Ja, jetzt tun Sie mal nicht so rum, ja? Sie waren das. Gestern waren Sie noch in meinem Arbeitszimmer, im Schrank. Und jetzt sind Sie weg. Ja, aber gestern war ich gar nicht hier. Wirklich, mir reicht's. Sie sind gefeuert. Los. Nein, bitte, ich schwöre, ich habe nichts geklaut. Damit wird sich jetzt die Polizei beschäftigen. Ich werde sie anzeigen und die Kündigung haben Sie morgen auch in der Post. Und jetzt raus hier. Bitte, Frau Lambert. Da brauche ich jetzt wohl einen Anwalt. Alexander Stevens hat einen Anruf von Heike Reuter bekommen und sich sofort auf den Weg zu ihr gemacht. Er will der verzweifelten Frau helfen, ihren Job zu retten und ihr bei der Diebstahlsanzeige beistehen. Ich brauche die Kohle aber, Mama, ja? Du weißt doch genau, dass wir das Geld nicht haben. Mama, ich brauche ein neues Handy. Wie soll ich denn sonst mit meinen Leuten in Kontakt halten, bitte? Aber da geht doch ein preiswertes auch. Ja, klar. Am besten eins für 10 Euro, oder? Dann kann ich mir gleich ein Schild umhängen mit arme Sau. Chris, ich habe wirklich im Moment andere Sorgen. Weißt du was? Leck mich doch einfach. Chris, sag mal, wie redest denn du mit mir?
Oh, hallo. Sie sind bestimmt der Anwalt. Steven ist mein Name. Hallo. Sie haben mir eine ganz tolle Vorstellung geliefert. Ich möchte mich für meinen Sohn entschuldigen. Machen Sie mal keinen Kopf. Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Kommen Sie doch bitte rein. Danke. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Gerne, ja. Ja, es ist nicht einfach mit dem Jugendlichen, mit wenig Geld. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann dem Jungen einfach nichts bieten. Wie denn auch mit 800 Euro? 800 Euro? Das heißt, Sie hatten gar keine volle Stelle? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte nur 3 Tage in der Woche gearbeitet. Hm. Weil Frau Lambert, die macht ja nur diese sozialen Sachen. Danke. Hallo. Jan. Warte. Ich war damals erst 15. Meine Eltern wollten, dass ich abtreibe. Sie wollten mir nicht helfen. Und alleine hätte ich es doch nicht geschafft. Deswegen habe ich dich zur Adoption weggegeben. Ich wollte doch nur das Beste für dich. Aber ich habe dich nie vergessen. Hier, schau. Das bist du. Das ist das einzige Foto, was ich von dir habe. Dich wegzugeben, das war das Schlimmste für mich. Danach wollte ich auch keine Kinder mehr. Ich hatte ja dich hier drin. Ich habe auch versucht, dich zu finden. Aber bei den Behörden bin ich gegen Wände gelaufen. Das Beste für mich. Nur scheiße, dass ich mit meinen Adoptiveltern voll die Arschkarte gezogen habe. Ich war ihr lebender Punching Ball. Allen Frust haben sie an mir ausgelassen. Und je älter ich wurde, desto mehr Prügel konnte ich vertragen. Mit 18 haben sie mich dann rausgeschmissen. Deswegen bin ich jetzt hier in der Stadt, lebe auf der Straße und hab nicht mal die Kohle, mir was zu essen zu kaufen. Oh, gib mir doch noch eine Chance. Ich mache es wieder gut. Wie denn? Das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Nur eins, mein Mann darf nichts von dir erfahren. Schämst du dich für mich? Komm, vergiss es einfach, vergiss es! Aber hier habe ich die schriftliche Kündigung. Ja. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Lamperts? Mit Herrn Lampert habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Ja, ist ein bisschen komisch. Aber mit Frau Lampert kam ich immer gut zurecht. Ich habe gedacht, sie würde hinter mir stehen. Aber stattdessen stand sie da wie eine Salzsäule. Gibt es denn irgendjemanden, der diesen Wohnungsschlüssel von den Lamperts hätte stehlen können, zum Beispiel Ihr Sohn? Nein, auf gar keinen Fall. Den trage ich immer bei mir. Und mein Sohn ist ehrlich, der würde nicht klauen. Ja, sehr gut. Ich will ja nur dafür sorgen, dass Sie Ihren Job wieder bekommen. Eigentlich also noch gibt es ja keine Beweise, die gegen Sie sprechen werden. Aber meine Fingerabdrücke sind doch überall. Ich habe doch da Staub gewischt. Ich werde die Polizei darauf hinweisen, ja, dass Sie nach anderen Fingerspuren suchen sollen. Haben Sie denn die Uhren angefasst? Nein, auf gar keinen Fall. Das hat mir der Herr Lampert von vornherein verboten. Die Uhren sind ihm heilig. Gut, Frau Reuter. Wir sollten schleunigst zusehen, dass wir zur Polizei kommen, damit Sie dort Ihre Aussage machen. Nicht, dass die noch auf dumme Gedanken kommen. Aber Kopf hoch, das kriegen wir schon hin. Ja, ich ziehe mich gerade noch mal eben schnell um, ja? Alles klar. Ja, ich halte Frau Reuter für eine grundaufehrliche Frau. Deswegen möchte ich alles dafür tun, um ihre Unschuld zu beweisen und den wahren Dieb zu überführen. Die Frage ist nur, ob ihr Sohn auch so ehrlich ist. Ich meine, als Mutter tut man natürlich alles für seine Kinder. Aber der junge Mann scheint ja Ansprüche zu haben, die die Mutter nicht ganz bedienen kann. Und das macht ihn wütend. Hast du das Geld? Nee, sorry. Ich hab's versucht, aber bei meiner Mutter war selber nichts zu holen. Die hat gerade selber mega Stress. Mann, scheiße. Ich brauch die Kohle aber. Sonst kriege ich das Zimmer nie. Ich hab keinen Bock mehr, auf der Straße zu leben. Sonst muss ich ewig in diesem Loch bleiben. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso kommst du nicht einfach mit zu mir nach Hause? Ich meine,
meine Mutter ist echt ganz in Ordnung. Und irgendwann werden sie alle zum Schwiegermonster. Na, dann bleibe ich lieber hier. Nein. Ich werde schon dafür sorgen, dass du das Zimmer bekommst, okay? Kann sich auf mich verlassen. Wir schaffen das, ja? Wir beide, wir gehen einfach nochmal klauen. Und dieser Supermarkt-Heini hat mich eh schon auf dem Kieker. Ja, mach ich's eben alleine. Ich meine, ich brauche sowieso Geld. Meine Mutter hat bald Geburtstag und da soll sie was Schönes bekommen. Und schau doch nicht so. Wir packen das, okay? Hey, ich bin hier. Such dir gefälligst was anderes. Mann, ich bin neu in der Stadt. Wo soll ich denn hin? Das ist nicht Bellas Problem. Verpiss dich. Boah, Leute, echt so eine Scheiße. Alexander Stephens war mit Heike Reuter bei der Polizei, wo sie ihre Aussage gemacht hat. Jetzt ist er auf dem Weg zum Ehepaar Lampert. Er will herausfinden, ob noch ein Dritter Gelegenheit hatte, die Uhren zu stehlen. Danke. Schatz, wir haben Besuch. Guten Tag. Guten Tag. Stephens mein Name, ich bin der Anwalt von Frau Reuter. Ja, kommen wir bitte zur Sache. Sie können froh sein, dass ich mit Ihnen rede, weil Sie sind ja eigentlich auf der Seite von dieser Diebin. Naja, Moment mal, es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, aber gerne, ich komme natürlich zur Sache. Mich würde interessieren, warum Sie ausgerechnet Frau Reuter verdächtigen, die ungeschuldet haben. Naja, ich meine, es hat sonst keiner einen Schlüssel und wir haben nicht viel Besuch. Mhm. Obwohl, es kann auch jemand anders sein. Wieso, wer denn? Frau Reuters missratener Sohn. Chris heißt der, glaube ich, ne? Und wie kommen Sie ausgerechnet auf den Namen? Na ja, gut, Menschenkenntnis. Ich kenne ihn aus der Suppenküche. Aus der Suppenküche? Sie gehen in die Suppenküche? Ich bitte Sie, ich bin Supermarktleiter und mein Supermarkt versorgt die Suppenküche mit Lebensmitteln. Und Sie dachten nicht wirklich, dass ich mich mit diesem obdachlosen Gesocks abgebe und mir da kostenlos Essen hole oder was? Aber der Sohn von meiner Mandantin hat dann irgendwas ausgefressen in der Suppenküche, oder? Nein, das nicht, aber der hängt da mit so einer Asozialen rum. Und dieses Mädchen ist mit ihrer Clique bei uns im Supermarkt aufgetaucht. Die haben den Streit inszeniert und teuren Alkohol geklaut. Und da war dann dieser Chris involviert? Das nicht, aber ich meine, man kennt ja dieses Gesindel. Die ziehen das sicher auch woanders ab. Obwohl meine Frau das ja anders sieht, gell? Hallo, jemand zu Hause? Naja, aber Herr Lampert, nur so eine persönliche Frage. Sie lassen ja jetzt kein gutes Haar an den Obdachlosen. Warum engagieren Sie sich dann für die? Ich meine, soziales Engagement ist auch gut fürs Geschäft. Aber ja, die Idee mit der Suppenküche hatte meine Frau. Sie ist hier die Weltverbesserin. Aber gut, sie hat ja auch Zeit. Wir haben ja keine Kinder oder sowas. Herr Lampert, jetzt mal dieses Gespräch hier resümiert. Ich meine, wo sind denn die Beweise gegen meine Mandantin? Ich verstehe das nicht ganz, warum Sie sie jetzt verdächtigen. Und ich meine, unter dem Gesichtspunkt wäre es doch nur fair, ihr noch mal eine Chance zu geben, oder nicht? Was, dass sie noch mal hier arbeitet? Nee, auf gar keinen Fall. Kriminelle lasse ich nicht noch mal in mein Haus. Schon gar nicht zum Arbeiten. Na gut, also, wie gesagt, es gilt immer noch den Unschuldsvermutungen. Und ich würde nicht sagen, dass meine Mandantin kriminell ist. Ich meine, hätten Sie ja nicht gekündigt, wäre sie jetzt nicht auf so eine finanzielle Schieflage geraten. Ja, und das ist nicht mein Problem. Das hätte sie sich wirklich früher überlegen können. Soll sie doch woanders putzen. Ja, Herr Lampert ist der Meinung, dass sich der Sohn meiner Mandantin regelmäßig mit Jugendlichen trifft, die routinemäßig Diebstähle in Supermärkte begehen. Und deswegen hält er den Sohn meiner Mandantin für den Täter. Den Verdacht hatte ich ja auch schon. Aber meine Mandantin behauptet ja, den Schlüssel zum Haus der Lamperts immer bei sich getragen zu haben. Aber seien wir doch mal ehrlich, nachts wird sie nicht drauf aufpassen können und um den Hals wird sie ihn auch nicht getragen haben. Deswegen kommt der Sohn meiner Mandantin tatsächlich als Täter in Frage. Herr Lampert meinte, dass sich der in der Suppenküche öfters aufhält. Und genau deswegen fahre ich da jetzt mal hin. Vielleicht kann ich ja irgendwas herausfinden. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Frisch verliebt, was? Wenn Sie meinen, aber mich geht es ja nichts an.
Hallo, darf ich kurz stören? Wir haben uns ja schon kurz in der Wohnung deiner Mutter kennengelernt. Stevens ist mein Name. Ich vertrete deine Mutter anwaltlich. Hast du kurz Zeit? Klar. Wenn es meiner Mutter hilft, dann immer. Mich würde als allererstes interessieren, ob du weißt, wo deine Mutter den Wohnungsschlüssel von den Lamperts aufbewahrt hat. Nö. Sollte ich? Hören Sie mal, ich hoffe wirklich, dass Sie meiner Mutter helfen können, ja? Sie hat die Uhr nicht geklaut. Ich werde natürlich alles daran setzen, um die Unschuld deiner Mutter zu beweisen. Sonst wird sie sicherlich nicht mehr als Haushälterin arbeiten können. Vielleicht nicht mal mehr als Putzfrau. Und das wirst du sicherlich nicht wollen, oder? Nein, natürlich nicht. Und genau deswegen muss ich den wahren Täter herausfinden. Scheiße, Mann. Der glaubt, dass du die Uhren geklaut hast. Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint, oder? Ich habe die Uhren nicht geklaut, ja? Wenn ich irgendwas mitgehen lasse, dann ist es doch nicht da, wo meine Mutter arbeitet. Wie zum Beispiel im Supermarkt, nicht wahr? Ich habe keinen Bock, mich mehr mit ihm zu unterhalten. Ich verziehe mich jetzt. Genau. Und hier versorgen wir täglich um die 80 Menschen. Und ja, hinter dieser Zahl stecken natürlich teilweise sehr erschütternde Schicksale. Und deswegen sind wir irgendwo stolz als Supermarkt, dass wir diese ganze Geschichte hier ermöglichen und ja, unterstützen können. In der Küche haben wir ja, das Beste verbaut. Also ich halte Chris Reuter schon für einigermaßen verdächtig. Ich werde nicht drum rumkommen, seine Mutter darüber zu informieren, dass er eventuell in Supermarktdiebstähle verwickelt sein könnte. Ja, und wenn sich dann noch herausstellt, dass er für den Diebstahl der Uhren verantwortlich ist, dann wird das wirklich nicht leicht für seine Mutter. Ich weiß auch nicht, ob sie dann ihren Job bei den Lamperts wiederbekommen würde. Allerdings wäre sie rehabilitiert. Man würde sie nicht weiter verdächtigen und sie würde vielleicht eine neue Arbeit finden. Hey. Oh, lass mich einfach in Ruhe. Ich verstehe, dass du wütend bist, aber ich muss dich etwas fragen. Als du gestern bei uns warst, hast du die Uhren meines Mannes gestohlen? Unglaublich. Du willst mich tatsächlich in den Knast bringen, oder? Ja, klar. So wirst du mich ganz easy wieder los. Ich war dir ja schon immer scheißegal. Nein, du verstehst das falsch. Was ist denn hier los? Nichts. Was ist das denn für einer? Kennst du den? Nein, der kommt hier seit 2 Wochen her. Ich glaube, der ist neu in der Stadt. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, jedenfalls will ich nach Hause. Mir reicht's. Ich dachte, die Journalistin hört gar nicht mehr auf zu fragen. Komm jetzt. Ja, ich zieh mich schnell nach unten. Jetzt warte doch mal. Was ist denn los? Ach, mir steht diese Suppenküche bis hier. Ja? Hast du gesehen, was da wieder für Gestalten aufgetaucht sind? Ich hätte mich von Anfang an nicht auf diese ganze Geschichte einlassen sollen. Jetzt sei doch nicht so hart. Jeder kann doch mal schwere Zeiten durchmachen. Oft sind die Leute doch nicht mal selbst schuld. Das habe ich auch schon 1000 Mal gehört. Ich finde, du hängst dich da viel zu sehr rein in die ganze Geschichte. Das finde ich nicht. Man kann die Leute doch nicht einfach im Stich lassen. Jemand muss sich doch um sie kümmern. Ja, und wieso ausgerechnet du? Wie wär's mal, wenn du dich um mich kümmerst? Ja, nicht um diese dahergelaufenen Idioten. Dieser junge Kerl da vorhin zum Beispiel, der ist doch gar nichts verdient. Der ist einfach nur zu faul zum Arbeiten, mehr nicht. Ganz einfach. Aber ich kümmere mich doch auch um dich. Papalapap. Hätten wir Kinder, dann hättest du weder Zeit noch Lust für diesen ganzen sozialen Quatsch. Entschuldige bitte, ich hätte es so nicht sagen sollen. Ich weiß doch, wie schlimm du es findest, dass wir keine Kinder kriegen können. Komm, es tut mir leid. Hm?
Alexander Stevens hat Heike Reuter um ein Treffen gebeten. Sie hat ihren Anwalt in die Suppenküche bestellt. Ah, Frau Reuter. Hallo. Na? Ja, ich schäme mich schon sehr, dass ich hier meine Sachen holen muss. Nach dem ganzen Stress mit den Lamparts. Aber Chris und ich, wir müssen ja vorne irgendwas leben. Jetzt machen Sie mal keinen Kopf. Das ist völlig normal. Und schämen brauchen Sie sich gleich dreimal nicht. Sie sind ja unverschuldet jetzt in eine finanzielle Schieflage geraten. Ja? Ohne die Kündigung wären Sie doch jetzt gar nicht hier. Ja, schon. Aber mir wäre schon lieber, wenn ich das nicht bräuchte. Aber Gott sei Dank ist Herr Lampert nicht da. Naja, Sie haben recht. Das ist schon ein unangenehmer Zeitgenosse. Ich weiß auch nicht, was Frau Lampert an ihm findet. Er scheint ja doch eine gute Seite an sich zu haben. Aber egal, Sie wollten mit mir reden. Worum geht es denn? Ach ja, es wird Ihnen nicht gefallen, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich habe da nämlich was herausgefunden. Oder zumindest habe ich den Verdacht, dass Ihr Sohn in eine Reihe von Supermarktdiebstählen verwickelt sein könnte. Wie bitte? Er hat da so ein neues Mädchen kennengelernt und liebt ihr anscheinend auch sehr. Und die wurde in einem der Supermärkte beim Diebstahl erwischt. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass er durch sie eben auf die schiefe Bahn geraten könnte. Sie wollen mir jetzt sagen, dass mein Sohn Chris stiehlt? Wie kann er mir das antun? Nun ja, Ihr Sohn scheint wirklich sehr in dieses Mädchen verliebt zu sein. Und Sie wissen ja, aus Liebe macht man so die ein oder andere Dummheit. Nein, das ist alles meine Schuld, weil ich ihm nichts bieten kann. Dann halten Sie es also für möglich, dass Ihr Sohn stiehlt? Nein, natürlich nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Aber ich weiß es nicht. Aber dann könnte er theoretisch auch die Uhrensammlung vom Lampert gestohlen haben. Also im Supermarkt was mitgehen zu lassen, das ist eine Sache. Vielleicht will er dem Mädchen ja auch imponieren. Aber in ein fremdes Haus einzusteigen und dort Wertgegenstände mitzunehmen, das ist was ganz anderes. Guten Tag. Hallo. Ich habe Ihnen hier ein paar Lebensmittel gekauft. Naja, ich dachte, jetzt wo Sie keinen Job mehr haben, da könnten Sie vielleicht... Warum sind Sie so nett zu mir? Willst du doch glauben, dass ich Ihren Mann bestohlen habe? Ach, Entschuldigung. Ach, Herr Kommissar, gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich der Fingerspuren? Das hat nämlich ganz schön lange gedauert, oder? Ach, das ist ja interessant. Ja, vielen Dank. Es war gerade die Polizei. Diesen schwarzen Kasten, in dem sich die Uhren befunden haben, den hat man doch mitgenommen und sichergestellt. Und darauf hat man jetzt noch mehr Fingerspuren gefunden. Weiß man denn schon von wem? Nein, leider noch nicht. Und wie kann man feststellen, wem die Fingerabdrücke gehören? Nun ja, man wird diese Fingerspuren auswerten und dann mit dem Kreis der Verdächtigen abgleichen. Sie werden wahrscheinlich auch noch mal Fingerabdrücke hinterlegen müssen. Aber also wenn es eine Übereinstimmung gibt, dann hat man den Täter sozusagen überführt. Sozusagen. Noch schöner ist es natürlich, wenn man dann auch noch die Tatbeute findet. Warum wollen Sie das denn so genau wissen? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt der Aufklärung ein ganzes Stück näher gekommen. Sie sollten vielleicht mit Ihrem Sohn reden, hm? Würden Sie vielleicht bitte dabei sein? Ja klar, wo ist er denn? Der ist nicht zu Hause. Der ist bestimmt in diesem Abrisshaus. Das ist in der Bergstraße. Das ist so ein heruntergekommenes Haus. Und da treffen sich Jugendliche und chillen da so ein bisschen. Ab und an mal sind da auch ein paar Obdachlose, die übernachten dann da. Mir passt das gar nicht, dass er da immer hingeht. Aber ich kann ihn ja schließlich nicht anketten. Mhm. Ich hätte schon etliche Diskussionen mit ihm gehabt. Es ist nicht einfach, wenn man Kinder hat. Was wissen Sie denn schon von Kindern? Sie haben ja nicht mal welche. Morgen früh ist er aber bestimmt da. Passt es Ihnen dann? Mhm. Ja? Mach mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Na gut, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Was war denn das bitte schön? Als ich den Anruf vom Kommissar bekam mit den Fingerspuren, haben die beiden Frauen sich ja förmlich überschlagen. Ich meine, bei meiner Mandantin kann ich es absolut nachvollziehen. Sie hat Angst, dass ihr Sohn vielleicht die Fingerspuren hinterlassen hat. Aber bei der Frau Lampert, da verstehe ich es überhaupt nicht. Vielleicht weiß sie ja doch mehr, als sie zugeben will. Immerhin gab es keine Einbruchspuren. Vielleicht hat sie den Dieb sogar gekannt und reingelassen. Wie dem auch sei, ich muss auf jeden Fall noch mal mit ihr sprechen. Und zwar allein, ohne ihren Mann.